Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur dritten Folge von BeamNG Drive. Ich wollte eigentlich jetzt nicht so schnell wieder eine Folge machen, denn ich bin immer noch am Vorproduzieren jetzt. Aber ich habe gerade zufällig diese Map gefunden, nennt sich Brutal Slopes Style, wo ich glaube ich extrem viel Spaß haben kann. Deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt einfach diese Map spielen. Und bevor ich es dann einfach nochmal aufnehme, wenn ich die jetzt schon im Endeffekt gespielt habe, keine Ahnung, da geht irgendwie der Spaß verloren. Deswegen dachte ich mir, spiele ich die jetzt gleich mit euch an. What? Okay. Das Gefühl, da vorne ist irgendwie schon eine Skisprungschanze. Und ich finde, die sollte man fast als erstes probieren. Aber ganz ehrlich, nicht mit der Karre. Da haben wir bestimmt irgendwas Schnelleres, irgendwas Geileres. RWD. Nimm mal doch den. Den habe ich mir nämlich auch geladet, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Der war, glaube ich, bei diesem Driftpack dabei. Glockwurst. Die haben es auch damals echt mit diesem Lauf übertrieben irgendwie. Oh, wurde diese Sprungschanze runtergegangen. Oh, hier. Moment. Da muss ich nochmal. Ist er schon wieder runter? Dieser Pass ist schon slow and steady, slow and steady. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir werden. Oh, hör auf zu driften. ...250... ...90... ...300... ...20... ...330... Oh mein Gott. Oh, das müssen wir unbedingt mit dem 800 PS Auto machen. Oh, jetzt sind gerade voll die Reifen geplatzt. 200. Jetzt werden wir gleich hier voll auf. Oh, werden wir da Brüche aufschlagen. No. Puh, das Ganze mal zurück. Miau. Drum, drum. So. So. Total kranken Karren. Schauen wir, wie schnell wir damit werden. Er fährt sich auf jeden Fall schon deutlich easier darunter. 300, 320, 330, 40. Das war schon. 370. Komm schon. 400. Oh. Ich glaube aber, der Flug wird fast schmerzhafter. Oh, 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 wir landen. Oh, wir landen auf den Rädern. Oder zumindest was davon jetzt noch übrig. Hey, wir brennen. Cool, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Na los, explodier. Oder war es das jetzt schon? Oh. Wir jetzt hier gerespawnt. Fahren wir jetzt nochmal die Sandpiste runter. Oder geht auf der Seite auch noch irgendwas? Yo. Using Arcade Shifting Mode.
können uns jetzt einfach mal da runterwerfen, so. Ich bin jetzt einfach mal rüber, so kommen wir auf diese komische Sprungschanze. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, das... Okay, ich werde sie treffen. Doch, ich treffe sie sogar. Yeah. Oh Gott. Nö, das geht ja. Gar nichts passiert. Also an die Kameraführung in dem Spiel muss ich echt ein bisschen gewöhnen. Schauen wir mal, was ganz hinten ist. Oh, was ist denn das? Ah. Hallo. Auto. Da steht. Okay, so nicht. Ich glaube, da brauchen wir was Größeres. Moment. Was haben wir denn da? Haben wir doch diesen komischen Pickup. Alter. Schön. Okay. Haben wir einmal einen Bug gefunden, einmal okay. Ja, in anderen Spielen würde ich jetzt fluchen, aber da das eine Beta-Version ist, nee, nee, da fluche ich nicht. Aber ich glaube, die Map ist wahrscheinlich sowieso für die Karte gedacht. Ich mach's jetzt einfach mal damit aus. Willst du mich verarschen? Okay. Wir machen's anders. Wir packen jetzt den Rockcrawler aus. Ich glaube, dem seine Reifen platzen. So. Replace. Ich hoffe zumindest, dem seine Reifen platzen nicht. Okay, dem seine Reifen platzen auch. Cool. Extended Offroad. Ja, okay, ich geb's dazu. Ach Mann. So, was erwartet uns hier? Yeah. Come on, round and around and around. Yeah.
cool das funktioniert. Wie geil ist das denn? Miau. Miau. Kopf über. Yeah. Okay, da geht's runter. So, Freunde, jetzt passt mal auf. 250 gegen eine Betonmauer, mal schauen. Da, fuck! Ist aber mal nichts mehr übrig. Was ist das denn? Warte mal. Ich brauche mal irgendwas Schnelleres. Das Ding schnell? No. Zwölf. Mal machen. Ich fand das gerade total cool. Setz mal den mal mit Vollgas gegen die Wand. 370. Okay, wir haben ihn gepresst. Wir haben ihn gepresst. And it burns. Burns, burns, burns. That ring of fire. So, was haben wir denn da noch? Was? Oh, 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 Wasser, Wasser, das ist gut. Gucken, was passiert, wenn wir mit, keine Ahnung, 300 irgendwas in so ein Wasserfeld reinschießen. Oh, und da hinten ist noch eine Hubbelbürste, das ist auch gut, die können wir dann auch gleich testen. Ich glaube, das Auto wird jetzt sowas von zerlegen, weil das wird wie Beton sein, theoretisch. What the fuck? Mal. Normal. Oder komm, wir stürzen uns jetzt einfach mal da hinten rein in dieses Feld da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird so schon schief gehen. Ich sehe jetzt schon. Oh Gott. Bang, 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 die bang. Boah, Innenansicht. Oh Gott, ey. Ey, das wäre dir in echt passiert, ey. Du bist sowas von tot. Und noch gegen den Baum. Genau. Da. Ich irgendwie an das eine Auto aus FC-Rex. Damals auf dem N64. Wenn du da irgendeinen gecrashed hast, das sah ungefähr ähnlich aus. Aber ich will noch mal ins Wasser. Los, springen! Und da unten eigentlich noch so, wenn wir da. Boah, da will er driften. Oh, was ist dieses kleine? Schauen wir mal, ob wir das treffen. What is this? Aua. Oh, das ist auch nicht mehr, das ist auch nicht mehr. Seitlich. Ah. You spin me left round, baby, left round. So, noch ein Reifen dran? Hi. So. Ja, ich habe ein wenig Zerstörungswut. Kann durchaus sein, aber hey, es macht Spaß. Oh.
Ja, komm. Jetzt land mal. Nein. Tun wir nicht. Au. Was? Hallo? Boah. So rechts an dieses Wasserloch hin und dann einfach fliegen lassen. Eieiei. Jetzt habe ich gerade von dem Verkäufer von den Felgen eine Nachricht bekommen. Ha. Ich hab gemeint, ob ich die passenden Schrauben für die Felgen habe, aber wir haben ja die Felgen dran gebaut und das hat eigentlich funktioniert. Muss wohl dann nochmal bei Gelegenheit mal prüfen. So, was machen wir jetzt? Stürzen wir uns mit der Karre mal die Treppen runter. Ich sagte vorsichtig. Okay, wir brauchen einen Geländewagen. Ja, ich sehe es ein. Gib's zu. Rockroller. Replace Current. Oh oh. The fuck? Rockroller, den kannst du irgendwie überhaupt nicht fahren. Warte mal. Wir gehen jetzt mal Free Roam Utah mit dem Rockroller. Das ist eine Idee. Dann schauen wir mal, ob der Rockrollen kann. So, Car Change. Then we choose the Rock Groller. Replace. Rockrollen fährt man ja langsam, habe ich gehört. Oh, cool. So. Wie geil. Okay.
So, jetzt muss ich den mal kurz antworten. Okay. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Weil Rockcrawlen ist bestimmt cool. Boah. Voll den Reifen abkauen. Nee. Sogar ersaufen. So, jetzt haben wir mal hier einen Hillclimb vor uns. Voll den Wheelie gemacht. Schauen wir mal, da auch cool. Auf jeden Fall extrem cool und extrem spaßig. Da musst du vor allem also Fingerspitzengefühl brauchst du da fast. Und das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Oh, was haben wir denn hier? Soll das eine Schanze sein? Tatsächlich. That is a fucking ramp. And it was Lando. Fernando. Endo. And he's falling. Schauen wir mal, ob wir irgendwie hochkommen. Jump usen können. Da. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, das ist jetzt mal genug für diese Folge. Rockrollen können wir gerne nochmal in einer anderen Folge. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mal wieder eine angenehme Woche. Macht's gut, haut rein und...